Jetzt wollen wir uns mal mit Regelwerken auseinandersetzen. Regelwerke, die zum Teil Vorteile für die Belegschaft haben. Sowas gibt es, Betriebsvereinbarungen, wo suggeriert wird, hier Kündigungsschutz oder sonstige Dinge. Und aber auch mit Regelwerken, die einen Ordnungscharakter haben, also sprich Sanktionen androhen, wenn gegen Regeln verstoßen wird. In einem Großbetrieb braucht man sowas, klar, keine Frage. Das ist die Grundlage eines vernünftigen Zusammenarbeitens. Nur wir erleben in der Praxis sehr häufig, was nützen die Regelwerke, wenn es für die Mitarbeiter was Positives dabei rüberspringen würde, wenn das nicht umgesetzt wird und dieses Nicht-Umsetzen keine Konsequenzen nach sich zieht. Oder andersrum, wenn Regelwerke, die Fehlverhalten sanktionieren, sehr selektiv eingesetzt wird. Zum Beispiel bei einer besonderen Beschäftigtengruppe sehr scharf geschaltet wird und bei anderen besser privilegierten da großzügig drüber geschaut wird. Tobias, ich glaube, die zwei Themen wollen wir mal durchkauen. Ja, also die Erfahrung, also das hat die 4 Jahre bei uns auch gezeigt, ganz klar, dass es etliche, es gibt ja unendlich viele Regelwerke da drin, ja. Dass es natürlich schon einen Unterschied macht, zum einen, wer verstößt gegen ein Regelwerk, nicht mal wie arg, sondern das Wesentliche ist, wer verstößt dagegen. Und dass es etliche Vereinbarungen gibt, die gar nicht eichern werden. Die wurde mal irgendwann abgeschlossen, 2 Jahre später kennt die gar niemand mehr oder 3 Jahre später denkt an das gar niemand mehr. Da kümmert sich auch niemand drum, das wird dann gerade beiseite gelegt. Ja. Und zwar von allen Beteiligten hat man so manchmal das Gefühl. Da haben wir ja diese Holding-Geschichte hier, 2019 war das, glaube ich, wo wir hier die Holding aufgespaltet haben, ja, wo es hieß, keine weitere Auslagerung von Mitarbeitern, wo so, dann 3 Monate später sollte, was weiß ich, 1000 oder 1200 Leute oder sowas in irgendein IT-Ding ausgelagert werden. Nicht nur sollte, sondern die oder wurden. Oder die wurden dann, ja, ja. Also ja, sollte, ja, wurden. Vielleicht zur Konkretisierung, das ist genau so ein Beispiel. Solche Großvereinbarungen, überhaupt solche Vereinbarungen, die haben ja meistens zum Ergebnis, dass was hergegeben wird. Ja? Und auf der anderen Seite, was man dann dafür erhält als Belegschaft. Wir sind Belegschaftsvertreter, das ist unser Hauptinteresse. Und an dem Beispiel Holdingstruktur war eben, es bleibt alles beim Alten, braucht sich keiner Sorgen machen. Ja, und keine 3 Monate später kam schon die erste Hiobsbotschaft. Ja, ich weiß, ganz hochgejubelt wurde damals, da haben wir einen Fuß drin in der Mitbestimmung, Fertigungstiefe, Fremdvergabe. Genau. Betriebsversammlung bei uns gestern, wo ganz klar erklärt wird, da haben wir nichts mitzusprechen, da können wir nichts tun. Ja. Da stimmt ja was nicht. Ja. Gewinnbeteiligung wird weiterbezahlt bis Ende 2025, steht in der Vereinbarung. Ja. Jetzt müssen wir es verhandeln, vor allem müssen wir gucken, wie wir das machen. Also da wird halt einfach werden Dinge versprochen, ja. Denn die Mitarbeiter, viele lesen es auch nicht, viele verstehen es auch nicht genau, was da steht. Oftmals gibt es ja Sprachbarriere auch. Und unterm Strich interessiert es niemand, wenn es da eingehalten wird. Ja? Da kommt niemand, der das wirklich einfordert. Da gibt es niemanden, der kommt und sagt, Freunde, das hier, so haben wir das vereinbart. Ja? Also ich habe ganz oft den Eindruck, gerade so die letzten Vereinbarungen, die Großvereinbarungen, wie ich sie kenne, haben dazu geführt, dass es berechtigt in der Belegschaft Sorge gab, dass sie über den Tisch gezogen werden, dass unsere Zukunft langsam aber sicher in Deutschland verschwindet. Und da muss man natürlich, wenn man was umsetzen möchte, das auch tatsächlich umgesetzt wird, also das, was die Firma umsetzen möchte, das wird ja immer eingehalten. Also das ist ja nicht so, dass die Firma, was sie holen kann, was sie holen können, das ist immer gleich weg, sofort. Aber das, was suggeriert wird, was man da dafür erhält, da kommt das Phänomen, wie du das gerade erwähnst, da will sich dann keiner mehr dran erinnern. Und ich habe den Eindruck, das ist oftmals ein Placebo, um die Beschäftigten zu beruhigen, seitens der IG Metall, um zu sagen, ja, guck mal, was wir alles erreicht haben. Ich erinnere mich an diese Mitbestimmung bei Fremdvergabe. Ja. Das ist ja was ganz Wichtiges. Ja, das wird nicht umgesetzt. Wird einfach nicht umgesetzt. Und da würde ich schon sagen, das eine, es hat keine Konsequenz. Es wird einfach nicht umgesetzt. Und es kommt auch, wie soll ich sagen, es wird am Ende unter den Teppich gekehrt. So, ich meine, wir doch mal die aktuelle Situation, diese Krise, die wir hier haben. Ja? Wir haben in Rastatt 2015 dieses Zukunftsbild, Zukunftssicherung bis Ende 2025 abgeschlossen. Ja? Da wurde Qualitage abgezogen, Sonderschichte vereinbart, Schichtzulage, Feiertagszulage gestrichen, alles Mögliche. Ja? Also das war wirklich, laut Handelsblatt waren das mehrere 100 Millionen, was der Konzern da eingespart hat. Ja? Dafür haben wir diese Zusage gekriegt, dass wir die Arbeitsplätze behalten halt. Ja? Und im Rahmen von 350.000 Autos
die Auslastung vorrangig in Rastatt erfolgt, vor einem, wie wurde es ausgedrückt, externen Dienstleister, also sprich Valmet, wo Autos zusammengebaut werden. Ja. Das Konkurrenzwerk. Da ist doch fraglich, wie das sein kann, dass wir in Rastatt momentan, wir haben 2 Schichten gestrichen, wir fahren nur noch 4 Schichten in der Montage und gehen in Kurzarbeit. Ja, und während wir wochenweise in Kurzarbeit sind, wird in Valmet produziert. Naja. Ich weiß nicht, kriegt das gar niemand mit oder interessiert das einfach nur niemand? Weil da hat ja wirklich jeder davon gegeben, ob das jetzt Angestellter, ob das, da hat ja jeder Federnklasse bei der Vereinbarung. Und so eine Vereinbarung schließe ich ja, weil dann heißt der wieder, ja, wir haben hier mit den Aufverträgen, wir müssen ja auch. Ja? Ja. So eine Vereinbarung schließe ich doch aber für diese Zeiten, wenn es uns schlecht geht, damit wir unsere Arbeit da sichern können. Das mache ich doch nicht, so eine Vereinbarung schließe ich doch nicht für Zeiten, wo es uns sehr gut geht. Ja? So, irgendwo... Ja, ist ein gutes Beispiel. Vielleicht noch eine Tiefenbohrung. Die Argumentation, warum jetzt mit den Auslandszwergen gearbeitet wird, habe ich mir sagen lassen, liegt darin, dass wir hier so sozialverträgliche Maßnahmen haben wie Kurzarbeitergeld. Das haben die anderen nicht. Und deswegen greift man auf Kurzarbeit bei uns zurück, damit eben die anderen, wo diese Sozialstandards nicht sind, da nicht zu hart getroffen werden. Das kann man unter kollegialen Gesichtspunkten ja noch akzeptieren oder könnte man akzeptieren. Das Problem ist nur, wir zahlen das alles. Also wir zahlen unseren eigenen Abbau, wir zahlen das Kurzarbeitergeld, das kommt ja alles von Steuergeldern. Die Regierung hat freundlicherweise den Firmen die sozialversicherungspflichtigen Abgaben entlassen. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für eine Firma. Und das hat mit Kollegialität und Solidarität überhaupt gar nichts zu tun. Das hat mit dem was zu tun, dass die Leute wie so oft hinter die Fichte geführt werden hier in Deutschland und die Auslandswerke halt hochgefahren werden. Wir haben so ein soziales System, wie viele tausende Zeitarbeiter sind bei uns im Konzern arbeitslos geworden in der Zeit. Das vergisst man bei der Rechnung immer. Ja, weil die werden da nicht mit eingerechnet, die gehören mal zu uns. Ja. Da können wir vielleicht noch einen zweiten Bogen aufmachen. Und dann sind wir damit aber auch durch. Diese viel gepriesenen und nicht nur bei Daimler, das ist ja bei allen großen Konzernen, diese Zukunftssicherungen, die immer suggerieren, die Arbeitsplätze sind sicher. Und wenn man dann genau hinschaut, dann stimmt das gar nicht. Das ist immer nur dann, wenn Milliardengewinne eingefahren werden. Und das haben wir ja gelernt. Selbst wenn Milliardengewinne eingefahren werden, werden Arbeitsplätze trotzdem abgebaut. Und die Leiharbeiter, die fallen da regelmäßig gar nicht in diese Statistik rein. Das sind alle Stammplätze in der Regel, so kenne ich das zumindest. Und aber die Stammplätze wurden abgebaut. Ja, natürlich. Ja, wir sollen 10.000 Angestellte abbauen, ja? Sozialverträglich, wie man gesagt hat. In der Zeitung stand es dann anders, wie das ablief. Ja? Da kann man nicht von einer Freiwilligkeit mehr reden, ja? Wenn die Leute so unter Druck gesetzt werden. Und aber auch da, wir hatten die Arbeitsplatzsicherung Zubi 2003, oder die Zukunftssicherung 2030 durch die Holding. Ja? Und dann heißt 10.000 ja, Angestellte. Vorher waren es noch 1.100 Manager, wo man, also ich stelle mir unter einer Zukunft oder unter einer Arbeitsplatzsicherung stelle ich mir tatsächlich was anderes vor. Auch wenn es juristisch in Ordnung sein mag. Also es war ja nicht gekündigt, aber die Ankündigung war durch die Wirtschaftslage, es wäre jetzt möglich, diese Zukunftssicherung zu kündigen. So, dann, ja, was haben denn die Leute für eine Möglichkeit? Wenn jemand kommt und sagt dir, pass mal auf, entweder du gehst und ich bezahle dich dafür, dass du gehst, oder das nimmst du das Geld nicht, ich schmeiß dich trotzdem raus. Ja? Genau. Also kann man zusammenfassen, eine Lebensversicherung zahlt sich dann aus, zumindest für die Nachkommen. Wenn was Schlimmes passiert, man geht aber nicht davon aus. Und so muss eine Zukunftssicherung natürlich auch da halten, nicht im Sonnenschein, sondern wenn der Sturm aufkommt. Und da haben wir alle nichts gewonnen, wenn man quasi viele Sachen hergibt, das wird ja immer verknüpft, man gibt was her und dann wird einem eine Sicherheit suggeriert, die, wenn es drauf ankommt, keine Sicherheit ist. Und das werden wir ändern. Also entweder macht man solche Vereinbarungen nicht und sagt den Leuten klar, schenkt rein Wein an, wo wir stehen. Oder man macht Vereinbarungen, die auch wirklich hieb- und stichfest sind. Und wenn man es mal vereinbart hat und die Gegenseite hält sich nicht dran, dann muss das Konsequenzen haben. Nicht einfach so tun, als gäbe es das nicht. Und ich glaube, das ist eins der größten Ärgernisse in der heutigen Zeit, dass man an der Nase rumgeführt wird. Und wenn man mal Rechte hat und möchte die einfordern, dann ist keiner mehr da, der die dann einfordert, weil man die Auseinandersetzung scheut. Und ein anderes Thema, dass das nicht unter den Teppich fällt, das ist, auf der anderen Seite gibt es ja auch Regelwerke, die zum Sanktionieren geeignet sind. Also dass eben, wenn jemand sich gegen ein Regelwerk verstößt, dass er damit dann gegen Gesetze verstößt und damit auch sanktioniert wird. Ein gutes Beispiel wären zum Beispiel Compliance-Richtlinien, wie Stellen zu besetzen sind. Ich glaube, da hast du auch ein gutes Beispiel. Eins von sehr vielen Beispielen. Ja, das wurde in letzter Zeit öfters an uns herangetragen. Wir haben uns danach geguckt und zwar, wir haben
bei uns so Meisterstelle, werde da öfters mal, wenn sie nur Zeit befristet besetzt werde, mit Nachwuchskandidaten besetzt, die sich da halt weiterentwickeln noch sozusagen. Ja. Die sogenannte A-Kandidaten, das sind ja die Nächsten dann auch, die sich im Normalfall auf diese Stelle bewerben und dann auch ja, die Chance kriegen oder halt eine Meisterstelle bekommen irgendwo. Jetzt wurde uns zugetragen, dass Meisterstelle ausgeschrieben waren. Da gibt es tatsächlich noch Kandidaten, die waren schon eingesetzt ein Jahr lang und haben Meisterei geführt, die haben gute Bewertungen, da gibt es also nichts zu bemängeln. Ja. Die wurde nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und dann wurde ein C-Kandidat an denen vorbeigeschleust und auf die Stelle gesetzt. So, dann hat man mal nachgefragt, so richtig eine Antwort, was da los war, hat man nicht bekommen. Mittlerweile ist der Kamerad, der da bis auch jetzt einander Meister und die andere sitzt immer noch da. So, das ist jetzt zweimal passiert schon in Rastatt. Momentan munkelt man, es wäre das dritte im Laufe. Da kann ja niemand mehr erzählen, dass das ein Zufall ist. Ja? Da sitzt, also da ist involviert im Personalbereich, da sind die Führungskräfte involviert und der Betriebsrat ist involviert. Vom Zufall kann man doch da nicht, also das kann mir niemand erzählen, dass sowas zufällig passiert. Das ist beabsichtigt, da wird jemand was zugeschaufelt oder in eine Position versetzt, die ihm einfach nicht zusteht. Ja? Und es ist niemand da, der danach guckt und aufklärt, was ist da los, beziehungsweise, dass es dann dass dann irgendwie mal sanktioniert wird, Freunde, was habt ihr hier getissen? Das wird nicht passieren. Also man wollte ja quasi Vetterleswirtschaft verhindern und so steht es auf dem Papier toll, dass bei Daimler gibt es keine Vetterleswirtschaft und die Realität spricht eine völlig andere Sprache und da zeigt sich halt auch die negative Auswirkung von Co-Management, weil es halt eine Vereinbarung im Hintergrund zwischen leitenden Betriebsräten der IG Metall, meistens der Betriebsratsvorsitzenden, gebe ich dir das, gibst du mir das und genau so läuft es bei uns und es muss aufhören, weil Regelwerke heißt, jeder muss sich darauf verlassen können, dass wenn er jetzt mal im Prinzip einen Schritt nach hinten machen muss, muss er halt die Sicherheit auch haben, um es zu akzeptieren, um auch akzeptieren zu können, dass das Regelwerk auch für alle anderen gilt. Wenn das mal nicht mehr der Fall ist, und das sieht man bei Versetzungen, bei Höhergruppierungen, auch bei Verstößen, was weiß ich, gegen die Arbeitsordnung, bei einem schaut man halt weg und beim anderen guckt man halt hin. Ich habe mal eine Hypothese aufgestellt, die meiste Beschäftigtengruppe, die Abmahnungen kriegt, das sind die Gewerblichen, also die Mitarbeiterproduktion, ein bisschen noch die Mitarbeiterproduktion ist nah, aber MV-Stellen ganz selten. Es kann ja sein, dass Abmahnungen, also eine arbeitsrechtliche Sanktionierung, nur bei einer Beschäftigtengruppe zu 90% zum Wirken kommt und bei allen anderen nicht. Und das sieht man schon ganz klar. Es gibt halt bei den einen, die dürfen halt während der Arbeitszeit Kaffee trinken, wenn ich im Büro sitze, während der andere, der halt in seiner Anlage schon Kaffee trinkt, der wird halt gegebenenfalls von seinem Vorgesetzten angemacht. Und solche Dinge dürfen nicht sein, vor allen Dingen auch nicht in einem Großbetrieb. Das sorgt für Unfrieden, das sorgt auch dafür, dass der Betrieb die Atmosphäre gestört ist. Ich wollte gerade sagen, massiv, wir fragen Mitarbeiterbefragungen, die kann noch jemand teilnimmt und die schlecht ausfällt, was weiß ich, woran liegt es? Ja? Wenn ich muss da nochmal drauf, jemand, der gar nicht berechtigt ist, sich auf eine Stelle zu bewerben, ja, auf eine Stelle setze und die Leute, wo am Zug sind, wo ihre Leistung gebracht haben, wo in Vorleistung gegangen sind, ja, werden übergangen. So, wie willst du die motivieren? Was sollen die Leute noch glauben? Ja? Da ist jegliches Recht vorsätzlich gebrochen und es wird geduldet. Es wird einfach durchgezogen, da wird keiner was ändern dran. Ja? Deshalb muss man da stärker hinterher sein. Kleine Korrektur, momentan ändert es keiner. Wenn wir was zu sagen haben, werden wir das ändern. Damit haben wir, glaube ich, das Thema gut. Ja gut, das könnte ich noch ausdrücken. Ja, könnte ich wahrscheinlich abendfüllend, aber machen wir in den nächsten Runden.